Ja, wir haben sogar zusammen geübt, Querflöte, ne? Ja, ja eben. Und jetzt? Und dann hat meine Frau gesagt, du Kütz, das ist peinlich, ne? Also, das wollte ich jeder zumuten. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inseldenker. Lange ist es her, dass Götz Werner bei mir zu Gast war in meiner Show, 2011, also fast 6 Jahre. Aber heute treffe ich den Gründer von den DM-Märkten wieder. Er schreibt das Vorwort zu meinem Buch über die Feierkunst und da treffen wir uns heute in der Stadt für ein Foto. Ich nehme euch mit. Noch 2 Minuten bis zum Treffen. Was ich noch vergessen habe zu sagen, unsere kleine Begebenheit damals bei der Show, als er bei mir Händel gepfiffen hat, hat er in seiner Autobiografie verewigt. Ja, da stehe ich drin, in der Autobiografie von Götz Werner. Und die habe ich jetzt heute einfach mal mitgebracht. Vielleicht will er sie mir ja noch signieren. Okay, interessant. Warum stehen hier alle? Wissen Sie, was hier los ist? Warum so viele Leute stehen? 20% habe ich hier. Keine Autogrammstunde, sondern 20%. 20% auf alles. Tobias Bücklein, hallo, Herr Professor Werner. Ich stehe gerade vor dem DM-Markt. Ja, genau, wann denn? Ich dachte um 10, aber da habe ich mich vielleicht getäuscht. Okay, ich kann natürlich auch alle, die ich habe, packen und zu Ihnen rausfahren. Ja, sowas. Jetzt habe ich gerade den Götz Werner angerufen und er hat den Termin eigentlich richtig eingetragen, aber er war fest der Überzeugung, dass er heute um 11 oder um 12 Uhr ist und ist jetzt also noch zu Hause, was ein bisschen von hier weg ist. Wir fahren jetzt einfach zu ihm hin. So mit dir geht? Ja. Grüß Gott. Hier wieder ganz verwundert. Herr Bücklein, wie geht's denn? Ich habe einen Fotografen dabei. Oh, hallo. Dann gehen wir mal gleich in die Sonne, ne? Genau. Genau, damit hat es ja alles angefangen hier. Ich zeige es mal. Ja, darf ja, ich ja? Ist es ja, noch immer das aktuelle Buch? Ja, ja, klar, ja. Sie haben damals bei mir gepfiffen. Gepfiffen, ja. Statt zu flöten. Ja, genau. Haben Sie das mal wieder gemacht seitdem? Ja. Auch nicht mehr geflötet? Zwischendrin mal, aber. So, aber Sie sind jetzt, also es hat jetzt nicht die Musikalität wieder neu erweckt. Das Grundeinkommen. Sind Sie da noch unterwegs zum Thema? Ja, da haben wir ja gerade ein Buch geschrieben. Echt? Ein neues? Habe ich mir entgangen, ne? Oh, den muss ich holen. Ich habe Gott sei Dank noch eins dabei, kann ich Ihnen gleich finden. Zum Tag vor 3 Wochen erschienen. Ah, gut. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Das ist sowas. Ah ja, okay. Sonst knallt's. Ja, genau, weil das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wir hatten damals ja schon gesprochen über das Thema. Ja, eine Entwicklung. Das ist immer ein diskontinuierlicher Prozess, der irreversibel in der Zeit verläuft. Mhm. Ich habe das gerade erlebt bei unserem Enkel. Mhm. Der hat es gerade laufen gelernt. Mhm. Da konnte man sehen. Ne? Das ist ein diskontinuierlicher Prozess. Ne? Und dann kann das, dann tut das nie mehr verlernen. Das stimmt. Ja, und so wird es da auch sein. Ne? Das Grundeinkommen, das wird dann eines Tages kommen. Mhm. So oder so. Das Grundeinkommen ist ja nichts anderes, als dass wir Arbeit und Einkommen voneinander entkoppeln. Ne? Mhm. Wir sagen nicht mehr, das Einkommen ist der Lohn für die Arbeit, sondern das Einkommen ist die Voraussetzung für die Arbeit. Ja. Die Arbeit ist immer unbezahlbar. Was bezahlt werden muss, ist, dass ein Mensch leben kann. Mhm. Aber ist auch logisch, wenn du nicht lebst, kannst du nicht arbeiten. Ja. Jetzt waren wir gerade bei Ihnen vom Kornbeck, da wollten wir uns eigentlich treffen. Ist es eigentlich Nostalgie, dass da ein DM-Markt ist, wo Sie Ihre Ausbildung begonnen hat? Oder ist es rein A-Lagen-Begründung? Ja, muss ja frei sein, der Laden. Genau, aber fühlen Sie da irgendwas dabei, dass es dort ist, wo Sie... Ja, in Erinnerung, ja. Schon, oder? Ja, Erinnerung, ja. Schon ein wichtiger Ort. Ja, also Nostalgie ist ja nichts Schlechtes prinzipiell, ne? So weit bin ich noch gar nicht gekommen hier. Ist es noch Ihr Garten? Nö. Und gerudert wird hier auch noch? Nee, ich komme nicht mehr raus aus meinem Boot. Ah, okay. Im Knie, ne? Ja. Ich kann ja noch in größeren Booten fahren. Hier ist gut. Was machen Sie jetzt gerade? Hauptsächlich das Buch schreiben, weil ich das Ende Juni abgebe. Für was brauchen Sie die Fotos jetzt? Für das Vorwort.
Aber Sie schreiben ja ein Vorwort, das ist natürlich klasse. Riechen Sie? Ja. Gerade beim Vorbeilaufen rauchen Sie ganz toll. Ja, das ist die meiner Rose. Ah ja. Habe ich sogar noch ein Buch mitbekommen. Genau, habe ich Ihnen noch geschenkt bei der Gelegenheit. Sollten Sie lesen, ne? Sonst knallt es. Selbstverständlich. Brauchen Sie bis wann Rückmeldung? Ich weiß, was drin steht. Anderen müssen es geben. Genau, in der Presse. Nicht mal hier, das sieht auch. Ne? Also hat es sich eigentlich zugespitzt seit dem letzten Buch über das Grundeinkommen? Ah ja, es wird immer schwieriger. Wird immer schwieriger, ja, klar. Der Wandel kommt immer von unten, von den Menschen, vom Souverän. Gerade wir Europäer wissen, wie das geht. Wenn alle die Notwendigkeit eines nachhaltigen Wandels erkennen, dann läuft es friedlich. So wie 1989. Wenn die Eliten sich dieser Einsicht zu lange und zu hartnäckig widersetzen, dann läuft es so wie 1789 oder 1848. Das liegt an uns, wie schon gesagt, sonst knallt es. Früher erforderte Lebensrecht Recht auf Bearbeitung von Land. Ja, weil wenn du kein Stück Land hast, dann tust du entweder verhungern oder wirst das kriminell. Das ist ja das Problem mit den Schwarzen. Ne? Die haben ja damals aus der Freiheitsidee haben die gesagt, wir müssen die Sklaverei verbieten und haben die Sklaven in die Freiheit geschickt, ohne ihnen Einkommen zu geben. Und was haben die Sklaven gemacht? Die sind entweder verhungert oder kriminell geworden. Es gibt ein ganz tolles Buch, weiß ob ihr das kennt, Der Mann, der überlebte, von George W. Carver. Das ist ein super Buch. Okay. Ich habe das Buch sogar mal, haben wir das mal, weil es vergriffen war, gedruckt und haben es an unsere Mitarbeiter an Weihnachten verschenkt. Okay. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Ja, danke schön. Thank you.